kurz, sehr turbulentes Spiel, am Ende noch 4-2 gewonnen. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, ich denke jetzt mit Rückblick auf die Woche, war es eine kurze Eingewöhnungszeit jetzt mit dem Trainerwechsel. Die Psyche hat auch eine ganz große Rolle gespielt. Dann gehst du in Rückstand, kommst dann nach der Halbzeit ganz gut raus, Elfmeter 1-1. Dann fängst du dann ein dummes Gegentor. Wir haben eigentlich gar nichts zugelassen, außer die zwei Situationen so richtig. Ein paar Abschlüsse, aber ja, im Endeffekt dann zwei rote Karten, was uns dann in die Karten gespielt hat. Und ja, haben das dann auch gut ausgenutzt. Ja, du hast gerade selbst schon gesagt, kurze Eingewöhnungszeit nur, drei Trainingseinheiten mit Hell geholt. Hat da vielleicht auch einiges noch nicht so funktioniert, wie ihr euch das vielleicht vorgenommen habt vor dem Spiel? Ja, sicherlich. Also wir haben jetzt nicht großartig irgendwas verändert. Ein paar Kleinigkeiten wollten wir ändern im Spielaufbau. Und ja, man merkt, dass die Zeit viel zu kurz war. Aber ich glaube, den Jungs muss man einfach auch ein Lob aussprechen, wie die in der Woche jetzt mit so einer Situation umgegangen sind, womit keiner gerechnet hat. Und heute trotzdem 3 Punkte geholt haben. Und riesen Respekt auch an die Fans, die wieder zahlreich angereist sind und das zum Heimspiel gemacht haben. Man hatte teilweise das Gefühl, dass in der Defensive, also ihr standet ja viel höher als sonst auch schon mal, dass ihr da schon mal so in Konter gelaufen seid. Hat dann der Abstimmung was noch nicht gestimmt oder lag das natürlich schon daran? Ja, meistens sind wir in Konter gelaufen nach eigenen Standards und ich glaube, da hat in der Absicherung wahrscheinlich hinten irgendwas nicht gestimmt. Und wir werden sicherlich das Spiel analysieren, aber ich denke, im Vordergrund muss stehen, dass wir jetzt 3 Punkte geholt haben nach so einer chaotischen Woche und alles andere wird sich dann über die Wochen wahrscheinlich dann auch stabilisieren. Ja, am Ende dann das Positive auf jeden Fall aus dem Spiel, dass man die 20 Minuten in doppelter Überzahl dann noch genutzt hat. Ja, absolut. Wir haben den Gegner hinten reingedrückt, was zwangsläufig dann normal ist, wenn du 2 Mann mehr hast. Aber sind dann gute Chancen gekommen, gute Abschlusssituationen, haben die Chance dann eiskalt auch genutzt und den Sack zugemacht. Ja, danke. Helge Hohl, Hauptsache gewonnen. Ist das so ein bisschen die Überschrift über diesem Spiel heute? Ja, ich meine, es war eine sehr ereignisreiche Woche für die Mannschaft, auch für mich persönlich. Dementsprechend war es wichtig, dass wir heute gewinnen, um auch ein wenig Ruhe in die Situation reinzubringen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, habe ich mir natürlich fußballerisch und allgemein von unserem Auftritt schon das eine oder andere erhofft, dass es besser greift, was wir uns auch vorgenommen haben, vielleicht auch die letzten 2 Tage angesprochen und auch schon trainiert haben. Aber da muss man auch eingestehen, dass ich vielleicht in zu kurzer Zeit zu viel wollte. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe jetzt im Trainerteam wird es sein, die Ideen und die Dinge, die vielleicht auch mehr Zeit brauchen, halt etwas behutsamer anzugehen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich waren ja so die 2 roten Karten für Strahlen ausschlaggebend, dass man nochmal so eine Schlussoffensive gestartet hat, wo dann auch die entscheidenden Tore gefallen sind. Vorher war es ja eher ein bisschen mau, spielerisch. Absolut. Also es war spielerisch mau. Es war auch im Pressing, muss man sagen, hatten wir zu große Abstände. Wir wollten eigentlich früh drauf gehen. Wir haben schon sehr, sehr viele Situationen auch gehabt, wo der Gegner zu gefährlichen Aktionen kam, weil wir nicht ins Pressing gekommen sind. In eigenem Ballbesitz hatten wir in vielen Situationen nicht den nötigen Mut und auch die nötige Qualität. Und dementsprechend haben wir natürlich sehr, sehr viel Luft nach oben und es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Aber ich glaube, dass trotzdem so ein Sieg heute uns dann auch gut tut. Und man muss schon hervorheben, zum einen auch die Mentalität der Mannschaft, ja, dass sie trotzdem dieses Spiel noch gedreht hat und auch vor den Fans Hochachtung, auch für sie eine sehr erlebnisreiche Woche. Trotzdem dieser Support und auch in einer schwierigen Situation, auch im Rückstand, also auch vielen Dank von meiner Seite dafür. Es hat sich auch so ein bisschen anders angefühlt. Also es war irgendwie gefühlt so eine etwas bedrücktere Stimmung. Wie hast du denn vielleicht versucht, den Spielern klarzumachen, dass ja zum Profi-Sein sowas vielleicht auch dazugehört, dass man jetzt trotzdem irgendwie alles auf den Platz bringen muss? Genau, eigentlich haben wir diesen Ansatz gewählt. Wir haben sehr, sehr viele Einzelgespräche geführt. Wir haben mit der Mannschaft gesprochen. Wir haben natürlich auch in den Trainingseinheiten versucht, gewisse Dinge zu erarbeiten, wo ich sagen muss, dass in den Trainingsarbeiten die Mannschaft sehr, sehr fokussiert auch gearbeitet hat, gut gearbeitet hat. Und jetzt gilt es Step by Step, diese Situation ein wenig aus den Köpfen zu bekommen und nach vorne zu schauen. Wie ist es für dich persönlich, so vom Sportdirektor da sein, von jetzt auf gleich
gleich umzuswitchen ins Trainerseite ist natürlich für dich kein neues Terrain, aber du warst ja trotzdem vorher mit dem Kopf woanders. Absolut, war auch für mich, wie gesagt, keine leichte Entscheidung, das auch in der aktuellen Situation dann so anzunehmen. Habe mir dann natürlich auch meine Gedanken gemacht und war jetzt auch, ich glaube, 8 oder 9 Monate nicht mehr als Trainer auf dem Platz und dementsprechend war es natürlich auch für mich erstmal wieder eine ungewohnte Situation. Jetzt geht es am Freitag gegen Köln 2. Reicht denn so eine Woche dann schon, um am Freitag dann vielleicht mehr von deiner Handschrift zu sehen, was du sehen möchtest von den Spielern? Oder sagst du, na, wir müssen da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit haben und es wird vielleicht eher wieder ein krampfhafteres Spiel, will ich vielleicht mal nennen? Ja, ich werde auf jeden Fall weniger Input geben, werde auf noch mehr Dinge aufbauen, die in der Vergangenheit auch gut liefen, weil ich, wie gesagt, heute gesehen habe, dass man diese Entwicklung, die ich gerne vorantreiben würde oder wir auch als Verein vorantreiben würde, dass man die etwas behutsamer angehen muss und das ist halt auch wichtig, aus so Erfahrungswerten wie heute zu lernen und dann nicht stur irgendwie mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und ich glaube, das Spiel hat heute gezeigt, dass manches einfach auch noch Zeit benötigt und wie viel dann am Freitag, wie viel Input oder wie viel Veränderungen es dann schon geben wird und wie viel davon greifen wird, das werden wir dann am Freitagabend gegen Köln sehen. Aber da tut so ein Sieg, wie du auch schon gesagt hast, allein für den Kopf wahrscheinlich, ist da schon mal eine sehr willkommener Aspekt wahrscheinlich. Ja, man muss sagen, Fußball ist natürlich ein Ergebnissport. Viele bewerten ein Spiel häufig auch am Ergebnis. Ja, wenn wir heute 4-2 verloren hätten, dann wäre es natürlich noch schlimmer gewesen, weil dann wäre, wie gesagt, die Spielqualität nicht gut gewesen und das Ergebnis schlecht. Ich glaube, der ein oder andere kann jetzt ein wenig darüber hinwegsehen, weil wir heute gewonnen haben. Aber es ist auch schon klar, dass auch in Zukunft natürlich dann auch einfach ein anderes Spiel auch erwartet wird, weil letztlich haben wir ja auch mit aus diesem Grund, aber nicht nur aus diesem Grund, natürlich uns auch für den Trainerwechsel entschieden. Alles klar.